Hi, servus, herzlich willkommen zu Madison 19. Mein Name ist Andi, wie immer freue ich mich, dich hier begrüßen zu dürfen. So, ich habe alles verkackt. Nee, ich habe versucht, alles irgendwie am Laufen zu halten und cool zu sein, zu machen, zu tun. Warte. Ist mir natürlich Megaman gelungen. Feld 6, der Kartoffelauftrag. Kappes, Maisauftrag. Da wollte ich ganz cool eine Route machen. Was soll ich sagen? Die Brücke unten vorm Getreidespeicher Ost. Warte, ich geh mal. Ne? Toll. Da unten auf jeden Fall habe ich mich mega verkeilt. Ich dachte, ich müsste alles zurücksetzen. Ne? Mühe und Not hier dreimal abkuppeln und Anhänger hin und her schieben, bin ich dann parat gekommen. Halbwegs. Ja, der Kurs ist natürlich dann für den Arsch, ne? Klar. Aber ist nicht schlimm, ich habe auf jeden Fall dann die Frucht gerettet. Jetzt hat die Maschine die... Ich stelle hier den mal an, dann erzähle ich gleich oben weiter, wenn ich an der Maschine stehe. So, hier fahre ich mal an und dann Abfahrer einstellen. So, den Rest holen wir dann nachher einfach mal wieder. So, pass auf, hier. Der lädt hier unten aus. Da. Jetzt seht ihr, 75%. Ja. Ich war so clever, ich habe nur den halben LKW ausgeleert. Ist vielleicht so ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Nicht ganz bei der Sache gewesen. Ist jetzt halt passiert. So, ich hoffe, ich kriege hier echt noch alles rein. Ne? 42, ja, es sind noch knapp 20.000, die hier reingehen könnten. Ich hoffe, das schickt. Ich hoffe inständig, das schickt. Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal zu fahren. Echt nicht. Vielleicht hat er auch sogar noch... Naja, gar keinen Kurs mehr. Ich wollte den Kurs nämlich einfahren, speichern. Dann hätte ich das beim zweiten Mal einfach laufen lassen können. Ja, hat nicht funktioniert. Komplett mittig auf der Leitplanke geparkt. Ist ein Erlebnis. Ideal hat das Ende der Route erreicht. Das heißt, 21 ist auch schon fertig. Das ist eine mega knappe Kiste. Du hast noch mindestens zwei Fahrten vor dir, Kollege. Er ist schon wieder voll. Das einzige Gute hier in den Auflieger geht einiges rein, ne? Das ist echt von Vorteil. Sonst müsste ich hier nämlich auch noch 20 Mal abfahren. Wenn das schickt. Nicht gut. Nicht gut. So. Hier durch die Frucht fahren könnte sich mega vermeiden lassen, wenn nicht eine Person irgendwie, also ne, wie ich das mache mit 15 Fahrzeugen, die ich hier durch die Gegend kutschiere, dann hätte man im Strich davor einfach abtanken können, um zu vermeiden, dass man hier komplett durch die Frucht ballern muss. So. Dich können wir entlassen, der Kurs, der kann weg. Dann. Dich können wir auch entlassen. Dann kann der Kurs im Grunde genommen auch weg. Und die Maschine kann sauber gemacht werden. So, dann.
Ey! Fängt der an? Ich bin doch noch mitten am Abtanken. Da fängt er an abzufahren. Manchmal läuft's, ne? Einmal bist du begeistert von Cosplay, weil die so ein bisschen Karte da reingemacht haben. Und das nächste Mal wirst du hart enttäuscht. Falsche Richtung. So. Das und das machen wir zu. Dann klappen wir den aus und lassen den auch noch runter dabei. Zack. Oh je. Hätte schlimmer kommen können, ne? So, der wollte auch nur abtanken. Jo, lass doch mal mein Schneidwerk in Ruhe. Da ich hier unten die Schneise geschlagen habe, falsch die Schneise auch. So, Cosplay-Menü weg. Dann fahre ich die auch. Ich habe auch hier dieses Buschwerk um meinen Hochdruckreiniger auch ein bisschen wegeditiert. Textur da ein bisschen geändert. Einfach damit es ein bisschen schöner aussieht. Klar, man hätte da auch her mähen können. Ne? Denke, dass. Ne, das hätte nicht funktioniert. Die großen Büsche gehen damit nicht weg. Ich hätte was pflügen müssen und dann. Nee. Nee. Also, wegeditiert. Wenn ihr sowas macht, ne, auch nur hier Bodendetails ändern oder Bodentexturen sind es ja, bedenkt immer, das kostet Geld. Habe ich am Anfang, als das Tool neu war, habe ich gar nicht drauf geachtet und ich habe editiert wie ein Weltmeister und dann irgendwann fielen mir die Augen aus dem Kopf vor lauter begeistert sein und nicht drauf achten, was man macht, dass auf einmal meine Kohle flöten gegangen ist ohne Ende. Fott, kein Geld mehr. Könnte sogar noch passen, ey. Da könnte ich noch Glück haben. So, Abfahrer entlassen. Jetzt dürfte ich eigentlich alles im Silo haben, was bei mir vom Feld runterkommen soll. So, das weg. Fort. Dann schauen wir hier mal bei. Genau, ja, 114.000. Ich weiß nicht, ob ich da einen guten Preis abpassen. Ja, ich passe da mal einen guten Preis ab. Easy. Du kannst auch nach Hause fahren. Der brennt die ganze Zeit. Genau, ja. Der brummt die ganze Zeit. So, und dann möchte ich mir mal Gedanken drum machen, wenn ich die Felder denn schon, oder wenn ich die Ballen dann schon hier quasi liegen habe. Das funktioniert ja auch ganz gut eigentlich, wenn der Bahnversatz stimmt. Klappt das echt ganz gut. So, 7, 8. Reicht das noch? Ja, ne? Oh. Nennt mich geizig, ne? Selbst wenn der Auftrag jetzt abgeschlossen ist, dann fahre ich mit dem Drescher zum Hof und lade mir das in den Tank, in den Speicher. Oh, ich Dollmann, ey, warum habe ich denn nicht beide abgetankt? Ich hatte die Tastenkombination noch gedrückt, ne? Hilfe Arten, vollen Kontakt. Das mache ich mal zuallererst. Ich mach's jetzt mal so rum, dass ich einfach neben den Abfahrer fahre. Nicht wieder mit dem Abfahrer komplett durch die Frucht. Okay, das sieht so ein bisschen stimmiger aus, glaube ich, wenn es denn passt.
So, hier 10.000 auf so ein Ruder, ne? Das ist nix. Das ist schon der größte, ne? Das ist echt nix. Da hätten wir ruhig noch einen Anhänger dran machen können, ne? So, er fährt, da passt quasi noch einer rein. Machen wir auch noch. Machen wir randvoll. So, fahren wir hier nochmal was weiter. Hoffentlich klappt es diesmal besser. Ich kenne jetzt die zwei, drei Ecken, wo man langsam machen muss. Wird schon. Als ich eben gefahren bin, kam mir auch der Gedanke, boah, der ist gar nicht so durchzugsstark, der LKW. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass da 60 Tonnen Mais drin sind. Könnte, muss aber nicht sein. Weil das war alles noch kein Problem, geht alles Vollgas. Auch unter der Tankstelle die Kreuzung, die ging auch relativ Vollgas. Ich möchte es nicht beschreien, dass die wieder Vollgas geht, aber da hatte ich wenig Schwierigkeiten. Die fiesen Stellen, die sind hinten. Ich will nichts riskieren. 70 ist auch in Ordnung, ne? So, Vollgas. Put the pedal to the metal. Wie immer eigentlich. Hey, das ging auch alles noch, kein Problem. Und dann die Brücke, mein alter Nemesis. Habe ich so richtig scheiße gebaut, ne? So, und hier rechts auf der Leitplanke hing mein komplettes Auto. Uncool, sag ich euch. Echt uncool. Läuft. Das war auch noch knapp, ne? So, Mais. Ich bleib diesmal sitzen und guck mir die ganze Chose an. Bin mir sicher, das letzte Mal habe ich das auch gedrückt gehabt. Genau, deshalb. Ich hab's nur gedrückt und der kann dann einfach nicht abladen. Abdeckung. Kannst nicht abladen, ne? Abkippseite. Abkippseite. So, 18.000 Ernte und den letzten, wie viel waren es denn? 3,8 nehme ich noch mit nach Hause. Ist mir egal, also was ich dann verschrien werde. Geizhals oder was weiß ich was oder Korschzack, sagt man bei uns, das nehme ich mit. Hier, das hat mich so viel Energie gekostet. Energie nicht, aber Nerven auf jeden Fall. Da drüben den LKW wieder raus zu popeln. Warum soll ich es verschenken? Ich meine, sind immerhin bald 4 Tonnen Mais, ne? Die kann ich ja auch wunderschön verfüttern bei den Tieren, die ich noch nicht habe. Oder später verkaufen. Popcorn draus machen.
schönes Brot rausbacken. Auf eine Pizza streuen. 4 Tonnen Pizza. Mais auf der Pizza, so rum. Kann ich dann machen. Und werde ich auch tun. So, das letzte Mal, als ich mit dem Ladewagen gefahren bin, habt ihr mir auch geschrieben? Du hast doch einen Kurs dafür. Ich mach das jetzt mal. Ich guck mal, ob ich das hinbekomme. Ob ich die Kurse dann miteinander kombinieren kann. Quasi Ballen verkaufen und... Ich würde schon sagen, das ging doch sonst eigentlich immer. So macht das Sinn. So, das lagern wir ein. Dann können wir den Auftrag abgeben. So, Ernten abgeschlossen, Mietkosten werden abgezogen, abschließen. Das mache ich nicht. Das lohnt halt auch nicht. So, Gerste, Kartoffeln, Weizen. 17 können wir direkt mit anfangen. Wenn ich denn, genau, wenn ich ihn finde. Hätte ich doch gar nicht waschen brauchen, ne? Ich Dulli. Aber egal. Eins nach dem anderen. 427. Wenn ich dann noch meine Ernte mitverkaufen würde. Ach, ich gucke einfach mal nach, am Ende des Tages hier, wenn ich meine Ernte komplett fertig habe. Wie viel denn dann über ist. Und dann schauen wir mal, was wir mit der Kohle machen können. Du hast keinen Zugang. Doch, hab ich. So. Wo brennt's noch? Du bist auf jeden Fall fertig. Abfahrer entlassen. Er hat auch schon den Ballen direkt ausgeladen. Also alle. Ist schon mal nicht schlecht. Hatte ich den Kurs eigentlich gespeichert hier drüben? Nee, ne? Das war sehr schlau von mir. Das war, also, ich bin begeistert. So, dann machen wir hier 21 ist das Arbeitsbreite manuell auf 13,5, 10, 11, 12, 13, 5, Startposition so, längste Kante, dreimal Vorgewende und go. Dann sollte das irgendwie auch wieder so ausschauen und könnte dann funktionieren. So, pass auf. Einfach mal Abfahrer einstellen. Wird wohl schon funktionieren. Hat ja vorher auch so funktioniert. Warum soll es nicht? So, dann speichere ich den Kurs und mache das dann 21 Ernten. Dann sollte eigentlich alles gefahren sein. Hoffe ich auf jeden Fall. Du bist schon wieder voll. Kann ich hierfür auch gleich einen Kurs fahren zum Getreidespeicher. Yay! Kann man Vollgas fahren darunter, habe ich gehört. So, und dann sollte die Kiste eigentlich laufen, wenn ich den perfekten seitlichen Versatz finde. Eigentlich ist die Karre ein wenig groß hierfür, ne? Also so ein wenig hoch. Könnte was niedriger sein, dann wäre es vielleicht geiler. Aber gut, es ist wie es ist. Da muss auf jeden Fall ein Kurs her. So, stark.
Den nehme ich mit darüber und dann gucke ich auch nachher, ob ich hier ob ich das hinbekomme mit dem Ballenkurs. Da muss ich aber den Verkaufspunkt muss ich noch ein bisschen umgestalten. Die Ballen kriege ich so nämlich nicht verkauft, wie das da unten war. Oder wie das am Kurs. Ich glaube, der verkauft die nicht. Naja, kümmern wir uns das nächste Mal drum. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben. Wenn es noch nicht ist, auf jeden Fall ein Abo. Und dann sehen wir uns garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif. Puh, mach's gut, ciao.